Hallöchen, Freunde. Nur eine ganz kleine Nebeninfo für die Snapchat-Freunde unter euch. Da gab es letztens Anfragen. Und ja, ich bin bei Snapchat nicht Let's Play Onkel. Da ist nur ein beschissener Faker mal wieder unterwegs. Mein Name, den ich jetzt extra da angelegt habe, für die, die es wissen wollen und nicht auf diesen Idioten reinfallen wollen, ist letsplayonkel.de, so wie bei Twitch. Und dieser kleine Ranker-Pisser kann mich am Arsch lecken, falls er das hier sieht. Ja, ob ich seinen Account jetzt sperren lasse oder anderweitig vorgehe, keine Ahnung, wie ich Lust und Laune habe. Von mir aus soll er sich da austoben, der Spacken. Aber naja, wenn Konsequenzen auftauchen, dann tauchen sie auf. Wenn nicht, dann soll er halt in seinem Scheißleben weiterleben, wie er es gehabt hat. Ja, immer wieder schön diese Faker. Aber naja, damit kämpft jeder YouTuber. Ihr wisst Bescheid. Let's play Onkel D.E. Ihr könnt mich gerne hinzufügen, wenn ihr Bock habt. Ich werde aber nicht so mega aktiv sein dort, aber jetzt wisst ihr es wenigstens. Also, alle, die Let's Play Onkel da geedit haben, tut mir leid, es war ein Fake. Let's Play Onkel.de möchte dann editen. Also, ich kenne mich da ja jetzt nicht so gut aus, weil ich ja neu bin und da eh nicht so viel vorhabe. Aber falls es eine Meldefunktion gibt, könnt ihr diesen Faker ja auch melden, wenn ihr möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.